Unser heutiges Tagesziel ist Kapstadt. Doch zunächst fahren wir in die Gegend um Frenschok, in das Weinland, zum Besuch eines Weingutes. Karl meinte, wir sollten aufpassen, es käme ein kleiner Gag auf uns zu. Und richtig, hier hatte ein Spaßvogel aus Ronnys Shop einen Sexshop gemacht. In Berrydale legten wir eine kurze Rast ein. Hier hatte ein kluger Geist eine sinnvolle Verwendung für alte Autoreifen gefunden. Nach der kurzen Pause geht nun die Fahrt weiter. In der Gegend um Frenschok sind wir nun am Weingut Allée Bleue angekommen und sollten etwas über den Weinanbau in Südafrika erfahren und an einer Weinverkostung teilnehmen. Art und Weise, aber normalerweise ist das der Wein, den nicht mehr vergärt da drin, gefiltert hier rein und hier lagert er nur und immer wieder kosten, bis man sagt, das ist aber. Was man dann auch macht, man hat jetzt sag mal 20 Fässer neue, wie wir sagen, die erste Füllung. 50 Fässer, zweite Füllung. Jetzt kann man auch von der gleichen Rebsorte mischen. Jetzt können die auch das wieder mischen. Wenn man den jetzt kostet, der ist vielleicht zu das, mischt man mit einem Zweitjährigen. Das ist so eine unendliche Möglichkeit, die man machen kann, um den Geschmack genau hinzukriegen, wie er ihn haben möchte. Das ist ja. Also remember when you have a wine that is a blend, say for instance like a Bordeaux blend, which is 5 different grape varietals, you will mature every cultivar on its own and then do the blending afterwards. Sehr wichtig, was er sagt, ein Cuvée ist nicht, dass man da vorne 5 verschiedene Trauben zusammen vergärt und hier reinmacht. Die Trauben werden vergoren und in Fässern gelagert, verschiedene Traubenrebsorten und dann erst, nachdem der Wein fertig ist, verschnitten. And the winemaker makes up at least 5 samples of different percentages before he decides on what it is that he's going to do. Okay, so it's not just one try, this and this and this, and then let's go with the first one. Okay? Das ist sehr verzwickt, am Ende vom Tag den Geschmack zu haben. Deswegen bei uns, wegen den verschiedenen Wetterlagen und heißer und kälter im Sommer und feuchter und trockener, ist das so, dass nicht jeder Wein vom gleichen Jahrgang, vom gleichen Keller gleich schmeckt. Dann ging es zur Verkostung, aber fast alle sagten, das war nicht der Bringer. Nun gut, die Fahrt geht nun weiter nach Stellenbosch. Das ist der Simonsberg von der anderen Seite. Rechts der Simonsberg, das kann man schön sehen. Das Gesicht rechts, ja. Der Bart, Hände über den Bauch gefalten.
von links runter. Nun kamen wir nach Stellenbosch und besuchten Ohm Semis Sewinkel, einen alten Tante-Emma-Laden. Späten Nachmittag trafen wir dann in Kapstadt ein. Prozedere im Hotel besuchten wir noch die Vorderfront. Eine Fahrt auf dem Riesenrad müssen wir morgen unbedingt machen. Hier hat man bestimmt eine tolle Aussicht auf das gesamte Areal. Dank Karls guter Idee, noch vor Öffnung an der Talstation zur Seilbahn zu sein, hatten wir das Glück und schwebten mit der ersten Gondel auf den Berg. Hier oben weht schon ein ganz kräftiges Lüftchen. Doch dadurch löste sich der aufsteigende Dunst schnell auf und wir genossen eine tolle Aussicht. Spaß machen wir. Hey! Oh, ist es okay? Okay. Durch die klare Luft lag uns die Stadt in ihrer ganzen Vielfalt zu Füßen. Rechts neben dem Lion's Head sehen wir Robben Island, wo Nelson Mandela 18 Jahre eingekerkert war. Ladies and gentlemen, thank you very much for joining us today on top of Table Mountain. If you had any photos taken with our team.
Nach dem Besuch des Tafelberges starteten wir zu einer Halbtagestour rund um die Kap-Halbinsel. So geht die Tour über die False Bay und die Haut Bay. Hier hatten wir wieder keine Zeit, um mit einem Boot zu der Pelzrobbenkolonie zu fahren. Weiter in Richtung Süden auf dem Chapman's Peak Drive und durch das Cape of Good Hope Nature Reservat zum Kap der Guten Hoffnung. Vom Kap der Stürme, wie Bartholomäus Diaz den Punkt trefflich nannte, führt uns die Fahrt zu einer Kolonie der Brillenpinguine am Boulders Beach. Über Simonstown nun zum Botanischen Garten nach Kirstenbosch. Nach dessen Besuch dann wieder zurück nach Kapstadt. Die etwa 8 Kilometer lange Strecke gehört zu den spektakulärsten Küstenstraßen der Welt und geht von der Haut Bay bis Nordhög. Nach einer vierjährigen Sperrung durch einen erheblichen Steinschlag und Finanzierungsproblemen wurde die Traumstraße am 20.12.2003 wiedereröffnet. 1989 durchbrach der Mercedes eines südafrikanischen Geschäftsmannes in einer Kurve die diskrete Andeutung einer Begrenzung und stürzte 100 Meter in die Tiefe. Der Wagen prallte auf einen Felsvorsprung, aber der Fahrer blieb unverletzt. Daraus machte Mercedes einen Werbespot. Fahren Sie Mercedes, denn unsere Wagen sind unverwüstlich. Daraufhin konterte BMW und schickte einen Wagen seiner Marke auf den Chapman's Peak Drive, der natürlich an der gleichen Stelle auf der Fahrbahn blieb. Daraufhin Ihr Werbespot: Würden Sie nicht lieber ein Auto fahren, das auf der Straße bleibt? Der Spot musste wegen vergleichender Werbung abgesetzt werden, legendär ist er aber bis heute. Schön. Schau mal diese Wasserfarbe, ist das nicht, wie sagt man noch Deutsch? Trauma, aber noch schöner als Trauma. Da wir in Plettenberg B kein Glück mit der Wahlbeobachtung hatten und wir hier an der Küste entlang fuhren, hielten wir Ausschau, um vielleicht doch einen Wal zu sehen. Und tatsächlich weit draußen sahen wir dann einen. Wieder ganz kurz. Bis ich ihn suche, bin ich klar, ist der Esser weg. Jetzt rennt sie. Jetzt haben wir einen. Jetzt rennt sie. Jetzt haben wir einen. Hinterm Zaun ist Nationalpark. Es ist nicht nur Nationalpark, sondern auch Wildpark, denn hier begegnen wir einer Gruppe Buntböcken. Auf alle Fälle muss man einmal hinauf zum alten Leuchtturm, entweder bequem mit der Bahn oder zu Fuß. Hier oben zahlreich vertreten die Siedleragamen. Nach dem Ausflug zum Leuchtturm geht es nun zum südlichsten Punkt.
natürlich war ein Erinnerungsfoto an dieser Stelle ein absolutes Muss. Bartolomeus Diaz nannte diese Ecke nicht umsonst Kap der Stürme. Entsprechend unseres Programms ging es nun weiter zur Pinguinkolonie am Boulders Beach. Hier wurden wir schon mit Musik empfangen, natürlich gegen einen kleinen Obolus. Der Durchblick auf dem Weg zur Kolonie hat schon Südseecharakter. Ja, und dann waren wir am Ziel der Kolonie der Brillenpinguine und konnten eine ganze Weile dem Treiben zusehen. Nun waren wir am letzten Ziel unserer Rundreise angelangt. Der Botanische Garten wurde am 1. Juli 1913 gegründet und dient der Erhaltung der einzigartigen Artenvielfalt dieser Region.
Da dies unser letzter Tag in Südafrika war, mussten wir uns nun schon von J.A. und Carl verabschieden. J.A., we would like to thank you. We would like to say thank you to you for driving us on our journey through South Africa. On the whole way, we felt very safe and so that we have been able to take some photos and relax and even sleep. And this was really nice for us. Thank you. And we collected a tip for you. And I would like to give it to you. Thank you from everybody. From my side, I'd just like to say thank you very, very much. It's always nice working with Germans because I have got German family. I understand a little bit of German, not much, but it was great working with you people. You're a very nice group, and I hope you're going to enjoy the rest of your stay, although it's going to be short now, but those who are staying on, all the best, and viel dank. So, hört man mich? Ja. So, die Reise ist fast zu Ende. Morgen früh verlassen uns schon einige Gäste, sodass wir heute sozusagen den letzten Nachmittag zusammen alle haben. Und ich möchte jetzt mal stellvertretend für die Gruppe ein paar Worte zum Reiseleiter sagen, der sich schon die Augen zuhält. Ich will mal erst was zur Person sagen. Ich komme hier 10.000 Kilometer hergeflogen, da steht plötzlich einer vor mir, der heißt Karl Ewald. Spricht wie ein Deutscher, sieht aus wie ein Deutscher, ist aber keiner. Das hat mich schon erstaunt, muss ich sagen. Und wie wir dann hörten, seine Wurzeln in Namibia, Bierbrauer. Jetzt lebt er in Südafrika, lange Jahre schon. Und eigentlich konnte ich mir keinen besseren Reiseleiter vorstellen, der sonst so lang diesen Job macht und uns Deutsche kennt, wie wir gehört haben, und auch Land und Leute hier kennt. Also für mich sehr gute Besetzung, hohes Lob. Ich habe irgendwie so die Tradition Deutsch-Südwestafrika hier so rüberschimmern gehört. Das ist zwar fast 100 Jahre rum schon, aber da wirkt noch was nach. Irgendwie ist da was zurückgeblieben und was mich sehr freut. Gut, das zur Person. Jetzt zur Reise selbst. Die würde ich mal trennen in einen inhaltlichen Teil und einen organisatorischen Teil. Der inhaltliche Teil, den möchte ich sehr gut bewerten. Wir wurden hier sehr gut informiert über Land und Leute. Die meisten kamen ja her und Südafrika war ihnen zwar bekannt, aber doch nicht so. Also mein Wissen hat sich jetzt um das 400-500-fache oder noch mehr erhöht über dieses Land. Du hast uns, bitte, dicht daran. Also, du hast uns während der Fahrten doch mal erklärt, was links und rechts hier vorbeifliegt an den Fenstern. Da war ich immer sehr erfreut drüber, dass man auch mal hört, nicht nur über Flora und Fauna, was da wächst und was da rumspringt an Tieren, sondern auch, du hast gesagt, da hinten ist eine Zuckerfabrik und dort hinten ist ein Kraftwerk für Kohle. Das hat mich mal sehr interessiert, dass wir merken, was hier in dem Land vorgeht, wie das Land funktioniert und was hier wo ist. Das fand ich also wirklich sehr gut, um mitzubekommen, wie dieses Land Südafrika aufgebaut ist und wo was hier ist. Dann auch während der Fahrten natürlich sehr viel gesagt über Land und Leute, wie hier die Sozialsysteme sind, wie auch die Wirtschaft funktioniert, was mich immer interessiert, wie, was wird hier wo gemacht, von was leben die, und auch dein Spezialgebiet, Banken und Finanzwesen, ist nicht zu kurz gekommen, auch gerade die Wirtschaft. Die Politik war jetzt nicht so tief, aber das Drumherum fand ich doch sehr gut rübergebracht. Und ich finde, ich weiß jetzt wirklich viel mehr über dieses Land. Also inhaltlich bin ich für mich sehr froh, dass diese Reise so gelaufen ist und wir das mitbekommen haben. Jetzt alle denken, weiß ich jetzt nicht, aber für mich will ich das mal so feststellen. So, jetzt zum organisatorischen Teil. So eine Truppe mit 43 Personen muss man ja irgendwie handeln und in den Griff kriegen. Und wir sind alle verschiedene Menschen. Und du hast irgendwie eine Linie hier reingebracht. Also das muss ja auch sein, damit wir irgendwie hier funktionieren. Und für mein Empfinden, du hast sehr, sehr, sehr eindringlich immer auf alles hingewiesen, was wichtig ist. Besonders die ganz wichtigen Sachen hast du eindringlich betont. Das waren Hinweise, Tipps,
aber auch manchmal richtige Gebote, was wir machen sollen und besonders nicht machen sollen. Und der Erfolg ist ja, es ist kein ernsthafter Zwischenfall hier passiert. Also es ist keiner... Noch kein Schwund. Und es ist keiner vom Tafelberg gefallen, ich war ja nah dran. Aber da hast du mich dann zurückgepfiffen. Also kein ernsthafter Zwischenfall, hast dich auch um Krankheitsfälle gekümmert. Und auch wenn Gäste mit ihrer Unterbringung nicht zufrieden waren, was vorgekommen ist, hast du dich bemüht und mit Nachdruck sich eingesetzt, dass es besser wurde. Also ich bin einer, dass man 100% alles erwartet. Es muss 100% alles funktionieren auf die Minute. Gibt's nicht. Kann man vergessen. Wird nicht sein. Also insofern das Organisatorische, da merkt man deine lange Erfahrung an, hast du doch gut bewältigt. Und ich war auch froh, dass das alles so schön gelaufen ist. Gut, das will ich abschließend sagen. Jetzt hat die ganze Truppe sich zusammengetan und einen relativ dicken Umschlag hier zusammengebracht. Ich weiß nicht, wie viel wert das ist. Das musst du selbst zählen. Das hat jetzt keiner gemacht. Ich überreiche dir diesen Umschlag mit vielen Dank von der ganzen Truppe. Ein schöner Urlaub für uns, eine wunderbare Reise. Und ich hoffe, ich habe jetzt im Namen aller soweit das hier wiedergegeben. Vielen herzlichen Dank. Ich sage erstmal tausend Dank, dass ihr so einigermaßen zufrieden wart, einige Leute. Ich wollte nur mal was sagen. Ich habe hier so ein paar Töne gehört und leider das am letzten Tag gehört. Das habe ich auch schon mal vorher gehört, aber da dachte ich, boah, das kann nicht so schlimm sein. War euer Empfinden am Anfang, dass ich zu, was ist das Wort? Anstrengend war. Zu anstrengend war ich am Anfang, zu anstrengend. Speziell. Charaktermann. Lassen wir uns. Das Ding ist nur, wenn man eine Reise anfängt, um 43 Leute und ich so ein bisschen auf eine Linie zu kriegen. Ich versuche mein Bestes. Ich kann das auf zwei Arten machen, sag ich ja. Und vielleicht mache ich das im nächsten Bus und sage vorher. Ich kann das eine machen, so wie ich jetzt mache, wo ich vielleicht doch ein bisschen provoziere und ein bisschen auf den Fuß trete. Oder ich kann Friede, Freude, Eierkuchen machen und all diese Sachen, wo ich auf den Fuß trete, auslasse. Es gibt auch ein Grau. Gibt es ein Grau? Grau ist keine Farbe. Grau ist alles zusammengemischt. Aber was es auch gerade sein mag, vielen, vielen tausend Dank. Es hat super geklappt bei euch, ihr wart immer pünktlich gewesen und das ist so wichtig für eine Reise. Das war hier eine Reise gewesen, wo richtig manchmal gepusht werden muss, dass wir alles schaffen, das schaffen, schaffen. Das Programm war steif gewesen und da muss man pushen und das hat natürlich damit zu tun, wenn ihr zeitig im Bus seid und zeitig da und zeitig da. Dafür sind wir ja alle deutsch, fast alle. Dankeschön, ihr zwei Österreicher wart tapfer dabei gewesen. Und einen will ich nochmal sagen, ich weiß, Trinkgeld ist keine Selbstverständlichkeit. Ich schätze es sehr, sehr, sehr. Und jetzt kann ich heute Abend mit meiner Scheibe Brot, Butter und Marmelade bekostigen. Dankeschön! Wir verbrachten den halben Tag bis zum Transfer zum Airport an der Waterfront. Am Eingang sehen wir das Denkmal für Nelson Mandela, Willem de Klerk, Desmond Tutu und Albert Luthuli. Seit 1991 ist die Victoria und Alfred Waterfront die meistbesuchte Touristenattraktion Kapstadts. Außer unzähligen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants, Cafés, Konferenzräumen und das Two Oceans Aquarium kann man von hier Bootstouren, zum Beispiel nach Robben Island, unternehmen.
Und überall hier ist irgendetwas los. Doch nun geht es erst einmal zum Riesenrad. Mit den Dixieland Opas nehmen wir nun leider endgültig Abschied von Südafrika. Good afternoon once again, ladies and gentlemen. My name is Lawrence Rotu, your senior purser, assisting BSB handling economy class. Where the captain switch the seatbelt lights off, the snack will be served. We invite you now to sit back, relax, enjoy our hospitality.